Tja, moin Leute, ich bin's wieder, der Trace, und weiter mit Pokémon Platin Nuzlocke Challenge. Ja, immer noch mit 4 Pokémon aktiv. Weevil hat letztens die Arena durchgezogen ohne Ende. Regi und Linda sind noch ziemlich weit hinten. Ich sollte ja Linda zuerst leveln, weil Regi länger braucht. Ja. Momentan halt nur mit 4 Pokémon, weil ich bin mit dem Rest noch gar nicht so zufrieden. Ich könnte natürlich sagen, ich habe hier doch irgendwo eine Frosttafel gehabt. Hatte ich die verkauft? Ah, da hier. Ja, aus offensichtlichen Gründen habe ich halt einfach gesagt, ja, ich lasse es sein mit mehr als 4, weil... Ah. Da kommt Jarrab. Ich renne in den Kampf rein und er hat einen Zigzag, er hat einen Owei und er hat noch 2 andere Pokémon. Ein Traumato. Damit bin ich mit Linda nicht ganz vorbereitet. Warte. Das wäre Sternschauer, soweit ich weiß. Er wird Hypnose also wahrscheinlich benutzen. Ja, mit der Schlange mache ich aber immer noch gut Schaden. Ja. Jarrab Berry. Headbutt. Headbutt. Ja. Das heißt, es steht immer noch die Frage im Raum, Cognodon oder Arnorit? Ich hätte lieber ein Aerodactyl. So, Owei. Wenn Owei Level 30 erreicht ist, wird es zu Kokowai, soweit ich weiß. Also bei ihm. Das heißt, das ist das letzte Mal, dass ich jetzt Owei sehe von ihm. Aber ich muss sagen, mein Rivale ist noch nicht so stark, wie ich dachte. Also ich habe ja im Vergleich noch ziemlich viel Glück. Er ist schlecht. Er ist echt nicht gut. Confusion. Dann hat er jetzt noch wahrscheinlich einen Geradax. Weil, ja, Geradax wird er wahrscheinlich haben. Oh. Das ist okay. Ja. Aua. Boah. Das will ich nicht one-hitten, aber schon. Also, ja. Das ist ein Jirachi. Oh, sehr gut, er macht Erholung. Das ist gut, dann kann ich mir mal kurz einen Paraheiler geben. Alter, Statusheilmittel. Finde ich gut. Also, so ist es nicht zu leicht. Er hat ein legendäres Pokémon. Gut. Aber es ist nur ein Jirachi. Das könnte 100-mal schlimmer sein. Er hätte ein Dialga haben können. Beziehungsweise er kann es noch haben. In den nächsten Malen. Das heißt, jetzt kommt ein Geradax, der es entwickelt hat. Nee. Hä? Also das heißt, er behält nur sein Owei. Böser Typ, böser Typ. Natu. Kannst du drin bleiben, Regi? Heißt das, er entwickelt sein Owei nie? Weißt du, er wird immer ein Owei behalten? Jarrab.
Ja. Du wolltest mir einen neuen PC geben, ne? Nee, die macht das nicht auch noch mit dem Spirit-Kern. Hier gab es mal Scharnierer. Und ich hoffe, ich finde hier was super schönes, gutes, starkes. Die Narbe, oder? Das ist an sich nicht schlecht. Wenn es mir nicht wegfällt. Weil Abra würde ich ins Team nehmen. Hier weiß ich, dass Abra sich auf 31 entwickelt und also auf 31 zu Dingens. Wie heißt der Typ noch? Simsala, genau. Und für Simsala habe ich zufällig einen ganz, ganz tollen Namen. Er ist so schlecht, wie es nur geht. Es gibt Kleinstein, es gibt Einstein oder es gibt Stein ein. Ich war am überlegen, ob ich hier nicht Panzerfossil. Ui, nice. Jetzt haben wir drei Fossile, die wir benutzen können. Ich war auch am überlegen, ob ich ihn vielleicht zwei Stein nenne. Und jetzt bin ich wieder traurig. Ich hätte einen Toxicroak haben können. Hätte, hätte Fahrradkette. Spaß! Oh Gott, nein. Jack muss doch übrigens noch ein Level aufkommen, dann überlebst du das mit Leichtigkeit. Ach, zum Glück. Knackse hat ja die wunderbare Angewohnheit, dass er gerne mal Drachen gespammt. Und da es ein Drachentrainer ist, Eiszahn spam them all. Gibt es hier eigentlich Drachen außer Seedraking, dass ich jetzt nicht sehr effektiv treffe? Palkia. Die Alka gäb's noch? Achso, das Boden. Ich glaube, mit der Eisplatte mache ich jetzt mit Eiszahn locker mehr Schaden als mit Aquaknarre, also who cares. Crit, lol. Linda tanzt immer noch. Liebe Mentors, nee. Hex. Ja, ich mag unser Team irgendwie. Wenn wir jetzt noch Simsala dazu bekommen, dann wäre es richtig cool. Natürlich. Im Prinzip jedes 20. Mal treffe ich nicht mit Eiszahn, ne? Und jetzt hau ich mich selbst. Natürlich hau ich mich selbst. Zielstrahl. Kennt. Ah, langsam wird's mäßig. Mäßig nervig. Kennt. Solche Zufallssachen sind halt echt mega nervig manchmal. Aber Linda saugt sich voll. Deshalb. Sie würde ja eigentlich bei dem ganzen Gesauge richtig
fett werden. Aber bei dem ganzen Getanze... Fucking Kapalores, verdammt. Das richtig Witzige ist ja, dass mein Kapalores noch immer keine Wasserattacke kann. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich gebe sie Aquawelle tatsächlich, sobald ich es finden sollte. Und ich wollte mein Aber, das glaube ich gerade dabei habe, sowieso ein Epiteiler geben. Stein ein! Naiv. Naiv. Mag süßes Essen. Hat eine Spezialangriff wie sonst was. Aber naja, ist halt plus Init, minus Spezialverteidigung. Ja, ist okay. Kann ich mit leben. Kann ich echt mit leben. Double Camp. Das kann immer schlimm werden, aber. Das kann nur. Jirachi, Shirox. Das ist fast schon gut. Dass ich Regi vorne habe. Ich meine, Jirachi ist nicht ganz so schlimm. Erdbeben möchte ich nicht benutzen. Okay, Jirachi hat eine Nullrunde, wenn ich Shirox One hätte. Das ist gut. Das ist sehr, sehr schön. Jirachi, Shirachi, Jirachi. Ich merke gerade Folgendes. Meine Szene ist ja komplett im Arsch. Warum habe ich das die ganze Zeit nicht bemerkt? Warum sagt mir das denn keiner, dass das Ding jetzt irgendwie scheiße aussieht? Kann ich das so anbieten? So, oder geht das so? Ja. So, jetzt geht's wieder. Das habe ich die ganze Zeit nicht bemerkt, dass es auf einmal falsch aussah. Verwindert. Aber so ist es, wie es sein soll. Ich hoffe, das stört nicht großartig. Wie bulky Jirachi ist, ne? Das ist so krass. Linda, 25. Stein ein, Level 18. Ich glaube, es entwickelt sich jetzt auch wieder, ne? Ah, Stein ein entwickelt sich. Er lernt Aussetzer, okay. Er lernt es zufällig noch was anderes. Scheiße. Ah, ich kann hier runter ein Item holen. Oh. Ich bin immer total hyped, was es hier für Items gibt. Hypeiler. Ah, it's something. Weil hier kann ja alles Mögliche drin sein. Die Bären sind, soweit ich weiß, immer Marmbären. Ich nehme die einfach mal nicht. Weil it's just a berry. Und
Pikachu-Heini, ja. Steine eintrainiere ich nebenbei. Regi kann man nach vorne. Dann auch Jack weiter. Weevil ist sowieso gerade ganz vorne, weil er Arena gemacht hat. Und du hast ein Blanis. Ja, ist eine gute Idee, Regi nach vorne zu packen. Ich bin erstaunlich, wie gut ich momentan da durchkomme. Ich meine, diesen ersten Power Spike vom Anfang hinter mir zu haben, ist halt schon eine riesige Last, die ich hinter mir habe. Ich meine, das war echt gigantisch viel Arbeit nachher. Vor allem im Ewigwald, als Dragonair weggekrittet wurde und ich Pipi opfern musste. Für zwei Pokémon, die sagen, Drachenwut. Alter. Nein, immerhin kein Dragonair, sonst würde ich ausrasten. Aber das heißt im Übrigen, dass nachdem ich Dragonair gekillt habe, ich Impergator reinpacke. Aufgrund von, wie nennt sich das? Eiszahn. Weil Drachentrainer. Ja. Jack. Jack Bauer. Jack Bauer, ey. Also, ich weiß ja nicht, wie viel mir noch dazu einfällt, wie ich Jack sonst noch nennen kann. Aber es ist halt Jack Sparrow, ne? Nee, langsam jetzt, langsam reicht's. Stein in Level 19. Okay, Rayquaza. Rayquaza wird mich garantiert überholen, aber gut. Was? Ich outspeene Rayquaza? What? Und ich one-hit es bestimmt auch noch. Fuck you, Jack. Alter, Jack geht ab wie Schmitz Katz, ey. Der beißt Rayquaza und das Rayquaza geht down. Oh ja, fuck you, Kaumalat, ey. Aber es gibt halt tatsächlich diesen Power Spike ab Level 30, wo jegliche Gegner komplett entwickelt sind. Das ist halt mega extrem scheiße für mich, wenn ich Pokémon habe wie Dragonair, die dann nachher erst auf Level 55 sich entwickeln würden. Fanjob, ja, kann ich verkaufen. Das ist halt fies. Aber ich habe es mir halt so ausgesucht. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Warte. Habe ich hier eine Karte? Habe ich nicht. Basis-Item. Das ist alles Route 100. Okay. Wow. Lass mich durch. Hm, für den Superball? Okay. It's a ball. Und das ist ein Toxiquark. Jupp. Ich hab's registriert, also kann ich's auch weglassen. So, erstmal diese Cowboy-Killen, Dings. Ich kill die Trainer. Ich bin brutal. Fuck you, Zapdos. Äh.
rohe Gewalt Flammrad, ne? Also gut. Regi hat keine rohe Gewalt. Schön wär's, aber. Ne? Pflücker? What the fuck? Aber sie hat ein verdammtes Zapdos! I want one! Zapdos ist awesome! Weil ein Arktos auch awesome ist. Und da es hier wenig Tarnsteine gibt, wäre ein Arktos wirklich awesome. Ich brauche halt ein Flug-Pokémon. Aber das war's erstmal wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Trace. Tschö mit euch.